Nun ist endlich der Moment gekommen und Sie wollen Ihr erstes Lernmodul selbst erstellen. Dazu gehen Sie auf Privat in die Lernmodule und erstellen ein neues Lernmodul. Der Titel kann am Anfang Spaß sein zum Üben oder Sie sagen sich, nein, ich lege gleich ein scharfes Thema los. Lernmodul anlegen und Sie sehen die Startseite. Unser erstes Lernmodul startet mit der Bearbeitungsseite. Wir haben die Seiten, die Vorschau und die Einstellungen und neue Seite anlegen. Fangen Sie jetzt nicht an, die Einstellungen schon zu setzen. Wir kümmern uns erstmal um den Inhalt und danach können wir alles schick machen. Beginnen wir neue Seite anlegen. Diese Abbildung haben Sie schon mal gesehen. Das heißt, wir haben also jetzt hier verschiedene Vorlagen, die wir benutzen können. Und bitte quälen Sie sich nicht mit einer leeren Seite am Anfang, sondern schauen Sie, was möchten Sie gern machen? Einen Multiple-Choice-Test oder einen Single-Choice-Test? Wollen Sie Lückentext? Wollen Sie Lückentext mit Dropdown? Schauen Sie sich also in Ruhe erstmal hier durch. Ich starte einfach mal mit Text, mit Bildern. Speichern. Und die Seite ist angelegt. Herzlichen Glückwunsch! In Ihrer Aufregung haben Sie jetzt schon eine Meldung, wo Sie sagen, was ist das jetzt? Undefined. Ja, Sie haben der Seite keine Bezeichnung gegeben. Das können wir jederzeit nachholen. Aber mir geht es jetzt darum, dass Sie sauber gleich von Anfang an diese Lernmodule erstellen. Ja, ich habe inzwischen ein bisschen aufgeräumt und Sie können also jede Seite auch explizit löschen. Neue Seite anlegen und damit dürfte jetzt klar sein, der erste Weg, der Sie in ein Lernmodul führt, führt Sie in den Seitennamen, erste Seite oder Einführung oder Erläuterung zum Thema, wie auch immer Ihre erste Seite heißt. Jetzt haben wir gesagt, Text mit Bildern und erstellen. Ja, das sieht schon viel besser aus. Hier haben wir den Titel und wir können jetzt sozusagen in die Bearbeitung der Seite starten. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, Ihre Seite zu bearbeiten, weil vom Grundgerüst her sieht das ja schon mal gar nicht schlecht aus. Sie finden überall die sogenannten Bearbeitungsmarken. Das sind die kleinen Stifte. Die können Sie natürlich auch ausblenden. Für uns am Anfang ist das schon wichtig. Das bedeutet, ich könnte jetzt hier auf Element bearbeiten gehen und das ist die Hauptüberschrift, meine erste Hauptüberschrift, eintragen, speichern und schließen. Und Sie sehen, Sie können also diesen Text auch über die sogenannten Bearbeitungsmarken sehr, sehr gut bearbeiten. Bei den Bildern, das geht jetzt nicht so einfach. Neben den Bearbeitungsmarke Stift haben wir auch die Bearbeitungsmarke Dreieck. Und wenn Sie mit der Mauszeiger darüber gehen, dann sehen Sie, hier bearbeiten Sie den Block. Und damit haben wir schon mal das erste Kriterium. Eine Seite selbst besteht also aus Blöcken und diese Blöcke selbst besteht aus Elementen. Wenn Sie also auf diesen Block bearbeiten gehen, dann ja, sind Sie schon mal in der Autoransicht und hier haben wir das Plus und hier können Sie dann sozusagen Elemente, die Sie haben wollen, anlegen. Für die erste Stufe der Erstellung eines Lernmoduls meine ich, dass Sie mit diesem Bearbeitungsmarke Stift schon sehr, sehr gut zurechtkommen werden. Sie haben hier oben noch ein Fragezeichen. Das Fragezeichen ist, wenn Sie es öffnen, eine Art Hinweis, was auf der Seite passiert und wie Sie es bearbeiten können. Das heißt, für Sie im Bildungskontext könnten Sie also zu der Aufgabe, die Sie gleich im Anschluss stellen, noch ein paar Hinweise an den Schüler geben.
Wenn Sie das nicht brauchen, wir können jederzeit dieses Hilfesymbol ausblenden und damit hat der Schüler auch keine Möglichkeit, Hilfe entgegenzunehmen. Sie haben Ihre erste Seite angelegt, sind auch sehr, sehr zufrieden mit sich und dem Ergebnis und werden jetzt mutig und möchten eine zweite Seite anlegen. Dazu gehen Sie über die Seitenübersicht, neue Seite anlegen. Und bevor Sie jetzt überhaupt auswählen, welche Seite Sie haben wollen, bitte beachten Sie immer zuerst den Seitennamen. Das erspart dann im späteren. Natürlich können Sie das jederzeit ändern, nur es sieht dann eben unschön aus, wenn da schon was fehlt. Dann nehmen wir mal die zweite Seite und wähle ich jetzt noch aus, was ich gerne hätte. Ich hätte gern eine Übung Lückentext per Drag and Drop. Das mache ich und ich gehe auf Speichern. So, die Seite öffnet gleich automatisch und ich könnte jetzt also hier loslegen und über die Stifte die Elemente bearbeiten. Ja, und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie wieder zur Seitenübersicht wechseln und die nächste Seite holen und so weiter und so fort. Wir haben also in den Bearbeitungsmarken zwei Möglichkeiten, einmal den Stift und einmal den Block bearbeiten. Und die Frage, die ich Ihnen jetzt beantworten möchte, ist, wozu brauche ich jetzt Block bearbeiten? Naja, Sie haben sich eine Standardseite genommen und stellen fest, dass Sie das eine oder andere Element so gar nicht brauchen. Dazu gehen Sie bitte auf den Block bearbeiten und löschen ihn. Es wird gefragt, diesen Block löschen. Ja, okay. Und damit ist die Zwischenüberschrift weg. Und ja, das ist Block bearbeiten.